Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Susi-Folge hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid und ja, wir sind heute mal nicht auf der VDE-Strecke unterwegs. Ich habe mir mal ein bisschen was rausgesucht heute und zwar sind wir heute mal auf der Strecke Donauwörth Richtung München Hauptbahnhof unterwegs mit dem RE 57015, aber das Ganze fahren wir heute mit der BR 440, also der S-Bahn. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet, mal was anderes zu sehen. Und jetzt mittlerweile ist nun zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt ja Susi endlich erschienen für ja, Steam und im Aerosoft-Shop könnt ihr euch jetzt das Ganze jetzt natürlich kaufen für 60 Euro, also 59,99 kostet das Ganze. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, denn die Hobby-Version hat aktuell noch kein Update bekommen, weshalb wir diese Strecke Köln-Düsseldorf noch gar nicht besitzen, weshalb ich sie euch noch nicht zeigen kann, sonst hätte ich es natürlich sofort gemacht. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher, ob jetzt Leute, die Steam-Version haben oder auch von Aerosoft-Shop, ob die diese Strecke überhaupt haben. Ich glaube aber ja. Ich habe meiner Meinung nach gelesen, dass es auf jeden Fall, glaube ich, mit enthalten sein soll. Das Problem ist jetzt hier irgendwie die Umstellung von der Hobby-Version auf die Steam-Version. Da gibt's irgendwie, da muss irgendwas komplett umstrukturiert werden und die neue Strecke Köln-Düsseldorf ist schon in dieser neuen Strukturierung. Aber die Hobby-Version von Susi 3 noch nicht, also die USB-Version, die wir ja alle besitzen. Also das wird jetzt auf jeden Fall so in den nächsten Tagen, sollte auf jeden Fall das Update kommen, sodass wir dann auch dann die Köln-Düsseldorf-Strecke fahren können. Wenn sie natürlich da ist, werde ich euch dementsprechend halt die Karte zeigen. Ne? Selbstverständlich werden wir uns das anschauen. Aber wie gesagt, heute haben wir heute diesen Plan hier und ich denke mal, das sollte eigentlich relativ gut gehen. Ich würde sagen, wir springen mal vor. Wir haben mal den Zug aufgleisen lassen und dann geht das los. Und ja, ich weiß, die Steine heißen nicht Meilensteine, sondern Hektometersteine, keine Ahnung. Irgendwie sowas heißen die. Vielen Dank an der Stelle für this informations. So, wir fahren los. Wir sehen schon. So, los geht's. Und ja, das ist unser Vehikel heute. Hier steht zwar 425. Habe ich das vorgelesen? Ne, ich habe 440 vorgelesen. Ja, also das ist unser Fahrzeug heute. So. So, wir sehen hier, Herbertshofen ist unser erster Halt. 7.35 Uhr. 160 dürfen wir fahren. Ihr seht das Ganze ja am Ebola-System. Ja, aber da kommt schon unser Halt. Da kommt schon unser Bahnhof und da werden wir halten. Ja, die ganze Fahrt dauert irgendwas mit 13 Minuten oder sowas, sollte in Ordnung sein. SIFA bestätigen. Diese Töne alleine schon, ja, die sind großartig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig, richtig angeheizt von dem Ganzen, ja, also... Die Töne sind gut, es ist einfach alles total so gut. Ich habe letztens wieder den Train-Simulator reingeschmissen und denke mir so, boah, wie langweilig ist das denn? Ey, das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht. So. So, Fahrgäste steigen ein. Sehr gut. Sind wir schon mal. Och, come on. So, das wollte ich eigentlich. Mal so ein bisschen die Kamera drehen, weil ich weiß immer, ihr wollt immer die Züge sehen. Und dann versuche ich natürlich dementsprechend da auch. Geht natürlich nur, wenn wir am Bahnhof sind. Ich muss halt drauf aufpassen, ne? Jedes Signal. SIFA mal bestätigen und. Ne? Da gibt es immer reichlich zu tun. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Also das ist es jetzt, was jetzt so der aktuelle Stand ist rund um Susi. So, Tür zu. Nee, komm schon. So. Türen zu. Und weiter geht's. Weiter geht's. So, nächste halt Langweid. Warte mal, ich guck mal nach. Langweid, jawohl. Das stimmt. Ich habe hier trotzdem noch zusätzlich
Das Zusatzfenster offen, der mir den Fahrplan auch nochmal anzeigt. Aber wie gesagt, ihr seht es jetzt ja auch. Ist schon ziemlich cool, muss ich gestehen. So, und das Ganze ist bei 14,3, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ich guck mal bei mir. Ja, 14,3. 160 dürfen wir, also gibt's Beat. Tja, also wie gesagt, nicht traurig sein, es kommt bestimmt das Update. Ich habe schon im Forum gelesen, da ist ordentlich was am Rödeln gerade. Die arbeiten mit Hochdruck dran. Aber solange haben wir eigentlich noch genug zu zeigen hier von Susi, ne? Auch die ersten Stimmen sind raus, ne? Die ersten Bewertungen sind auf Steam eingegangen, da muss ich ganz ehrlich den Kopf schütteln. Ist schon ein bisschen traurig, wie das Ding schon wieder zerlegt wird. Viele sagen halt, es ist einfach nicht mehr absolut zeitgemäß. Es ist halt einfach keine richtige Simulation. Grafik erinnert das stark an den 2000ern. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn spielt den Train-Simulator, ganz ehrlich. Denn spielt den Train-Simulator. Wenn ihr da so einen Wert drauf legt, auf die Grafik. Dann kann man denjenigen nicht helfen. Ja, wenn es da nicht um den Realismus geht, sondern um die Grafik-Aspekte, dann sitze ich hier bei Susi leider wirklich falsch. Dann sitze bei Susi leider wirklich falsch. So, LZB. Strecke. Ja, wir sind zu früh gebremst. Aber bevor ich da am Bahnhof gleich wieder durchrausche. Rudeln hier wirklich sehr langsam gerade ein. Oh, was ist das? Ein O305, wa? Müsste das sein? Geile Sache. So, alles einsteigen bitte. Dankeschön. So, da sind wir angekommen schon. Ach, das Ohrmchen, das läuft da auch noch. Wartet auf den Bus. Der Bus ist super. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Susi ist Geschmackssache. Wer Omsi nicht mag, der wird Susi auch nicht lieben, ganz ehrlich. Wer einmal auf den Grafikstil von Omsi steht, der hat vollen Reichtum hier mit Susi. Wie gesagt, der Grafikstil ähnelt sich so enorm. Ja. Wie gesagt, und dadurch, dass es natürlich auch perfekt läuft einfach, das ist traumhaft. So, Türe zu. Und weiter geht's. So, ist jetzt schon wieder zu spät, das ist Wahnsinn. Hätten sie mir schon ein Gabling sein sollen. Was haut da nicht so hin mit dem Fahrplan? So, wann kommt denn der? 11,3? Ja. Die Bahn hat mal Verspätung. Geht schon.
Schauen wir es. Und wieder zu früh gebremst. So, alles einsteigen. Gablingen. Ja, ich weiß natürlich, warum. Ich weiß jetzt nicht, warum wir so viel Zeit jetzt wirklich verloren haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Nicht so schön. Naja. Ich will ja auch nicht zeigen, dass ich in der Vollpro bin, sondern ich will einfach nur zeigen, wie toll eigentlich Susi ist. So. /47 hier. Wir hätten jetzt schon in Gersthofen sein müssen. Das ist Wahnsinn. Vielleicht bin ich ein bisschen sorgsam hier wegen der Bewertung, ne? Schlechter Fahrstil und sowas. Ich lege da gerade ein bisschen zu viel Wert drauf. So, wann kommt denn? Wann haben wir denn? Der kommt ab 6,7. Ein bisschen durchdrücken jetzt hier. Bestätigen. Oh, Mist. Habe ich schon extra so früh gebremst hier? So, extra beeilt. 7:48 ist Abfahrt, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Wir sind einfach mal fast 2 Minuten dahinter und dabei sind wir noch nicht mal so lange auf der Tour hier. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. So, Türe zu.
Und damit endet dann auch schon unsere Fahrt wieder. Da ist schon wieder vorbei. So, 4,3. So, die Strecke endet jetzt hier, mitten on the Feld. Und auch nämlich unser rotes Signal. So Leute, zu Ende. Das war wieder eine Folge zu Sie. So, wir haben ein Ergebnis von 91,8%. So, wir haben eine Verspätung im Durchschnitt 2 Minuten. Und ja, Verspätung maximal sogar 3 Minuten. Und sonst war eigentlich nichts gewesen. Ja, an sich doch ein sehr gutes Ergebnis. Also über 90%. Das hört sich auch schon mal gar nicht mal so verkehrt an. Ja, und das war's wieder mit einer Folge zu Sie. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge zu Sie. Ich bin, wie gesagt, also zurzeit bin ich voll auf den zu Sie-Trip. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen, denn wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Projekt ein Like, da freue ich mich drüber. Und sonst, Leute, ja, schaut doch mal bei den anderen Projekten vorbei, so wie Lotus, Omsi und Co., ne? Da habt ihr ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Ich verabschiede mich, ich sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!